machen. Er hat sich schon ein paar Trigger bereitgelegt und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Du kannst gerne erzählen, auch wann du auf ASMR gestoßen bist oder so. Aber ich würde sagen, es geht los. Ja, auf ASMR bin ich schon durch Zufall, ich glaube, vor 10 Jahren gestoßen. Okay, krass. 10 Jahre ist schon lange. Ja, also da kannten wir uns noch nicht. Also lange noch nicht. Das war durch so Zufallvideos. Ich weiß nicht, manchmal, da wurde mir so. Manchmal schlägt einem ja der YouTube-Algorithmus so random etwas vor. Und das waren damals so indische Baba-Videos. Ja, irgendwie kommt dann eins zum anderen. Und dann, ja, über Cranial Nerve Exam. Und dann, ja, kommt man viel zum ASMR. Stimmt. Irgendwie hatte ASMR doch vor ein paar Jahren dann auch nochmal so einen richtigen Hype, oder? Ja, das stimmt. Yeah.